Zeit für Eis heißt es. So schön, und zwar amerikanisches Eis. McEnany vom Lidl, ein Ben & Jerry Fake, welches ich auch schon mal getestet habe. Hier nennt es sich Cheesecake Flavor and Raspberry Ice Cream. Beschreibung: with white bits and preparation with pastries and white chocolate. Was für ein verdammt langer Name. Ob dieses Eis so geil ist wie das Ben & Jerry's Raspberry Cheesecake Core, sehen wir uns an in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit Tasting natürlich, wird natürlich auch dabei sein, deswegen bleibt dabei, es wird hoffentlich lecker. Ja, bevor wir zum Eingemachten kommen, hier nochmal für euch, worum es genau geht. Ich verlinke euch das Originalvideo zum Ben & Jerry's Raspberry Cheesecake Cookie Core in der Beschreibung, und auch am Ende werdet ihr einen Link dazu finden. Ich fand das Eis ganz gut, vor allem den Cheesecake-Geschmack. Übrigens ein geschriebener Bericht mit leckeren Bildern und so einem Brockenkeks auch auf meiner Webseite foodloaf.com. Schaut dort auch mal rein. Verlinke ich euch auch, wenn ich nicht verpeile. Ansonsten könnt ihr auch selber auf die Seite gehen und die Suche benutzen. Das Eis fand ich besonders wegen dem Core geil. Das Himbeer ist nicht so ganz meins. Ich bin allgemein nicht der größte Himbeer-Fan. Aber der Core, das war wie ein süßer Tuck-Cracker. Das war absolut großartig, es war einfach lecker. Und als ich jetzt gesehen habe, dass Lidl dort so Specials rausbringen, die stark an Ben & Jerry's erinnern, dachte ich mir nur so, oh holy shit, das könnte geil sein. Die haben es nachgemacht, das kostet 2,50 Euro nur, ist damit nicht mal halb so teuer. Und ja, ob das Ganze so, sogar in Deutschland produziert, Ben & Jerry's kommt übrigens aus Holland, ob das Ganze da auch rankommt, das schauen wir uns jetzt an. Was drinsteckt, Zutaten und so weiter, schauen wir uns auch an. Und zwar drehen wir dafür einmal die Kamera um. So, da haben wir es, und hier nochmal der gigantische Name: Cheesecake Flavor and Raspberry Ice Cream with White Bits and Preparation with Pastries and White Chocolate. Was für ein blöder langer Name. Was ist genau drin? Es ist eine 42%ige Eiscreme mit Doppelrahmeis mit Käsekuchengeschmack und 40% Himbeerfrucht-Eiscreme. Dann haben wir hier 13% Gebäck, weiße Schokoladezubereitung. Und 4% weißen Fett, also Stückchen. Sprich, das in der Mitte ist Gebäck, weiße Schokoladezubereitung. Und das unterscheidet sich tatsächlich, denn beim Ben & Jerry's ist das eigentlich nur ein Kekscore. Das ist also hier nicht ganz so wie beim Original. 400 Gramm, 500 Milliliter. Folgende Nährwerte. Wen wundert es? Wir haben hier eine feine Eiscreme. Und als Zutaten haben wir Milch, Zucker, Glucose. Übliche Sachen, Milch halt auch, pflanzliche Öle, Eigelb. Bei der Sorte hier, wo haben wir eine Info? Von Charillären. Stalleiern? Was heißt Charillären auf Deutsch? Muss hier irgendwo stehen. Bodenhaltung. Nicht so gut wie bei Ben & Jerry's. Und diverse andere Zutaten, da könnt ihr hier einfach gerne mal auf Pause machen. Wir packen das jetzt mal auf. Das ist schon erfreulicherweise relativ gut angetaut. Und so ist der erste Eindruck, der sich hier mir bietet. Ja, Himbeer und Cheesecake. So, noch kein Core in Sicht. Der kommt vielleicht gleich noch. Und jetzt bin ich schon mal sehr gespannt, wie das Ganze schmeckt. Ihr seht, das ist hier schon richtig schön angetaut. Das Ben & Jerry's Original, das war deutlich rosaner durch Himbeere. Das ist hier eher so ein bisschen neutraler. Und ich probiere jetzt als erstes mal die Himbeere. Die Himbeereiscreme. Und da kommt mir schon direkt hier irgendein Brocken entgegen. Weiße Schoki wohl oder so. Ein bisschen die Kamera nach hinten noch machen. So. Entschuldigt. So, jetzt probieren wir mal. Ich glaube, da brauche ich ein bisschen mehr, denn irgendwie habe ich absolut nichts von Himbeere mitbekommen. Ist eigentlich Himbeerpüree oder sowas drin? Himbeerextrakt. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass es nicht nach Himbeere schmeckt. Ich habe hier so weiße Bits, das sind auch so kleine Stücke. Beim Ben & Jerry's Original waren das so richtige große weiße Brocken. Größer als mein erstes kleines Fingerglied. Also richtig schön riesig. Das war sehr geil. Hier sind das eher so kleine Brösel. Die schmecken nach weißer Fettglasur, so wie man so schön sagt. Da unten haben wir auch ein paar größere Stücke drin. Aber das Eis schmeckt null nach Himbeere. Absolut gar nicht. Also, ich neige vielleicht dazu zu übertreiben. Natürlich schmeckt es irgendwo ganz leicht nach Himbeere, aber es ist keine Himbeereiscreme. Also,
Das ist viel zu lasch. Nein, das ist leider nicht gut. Jetzt hoffe ich mal, dass die Cheesecake. Ist da Frischkäse drin? Ich habe es ehrlich gesagt auch gerade nicht ganz drauf geachtet, ob da Frischkäse drin ist. Wahrscheinlich nicht, sonst würde sie hier extra hinterlegt sein, weil ja Milch drin ist. Nein, es ist auch kein Frischkäse drin. Es ist doch hier Speisequark ist drin. Okay. Also ich finde nicht, dass das hier nach Cheesecake schmeckt. Also bin ich jetzt, mein bayerischer Arbeitskollege würde jetzt sagen, bin ich denn deppert? Er würde es noch bayerischer betonen, bin ich deppert? Es schmeckt nicht nach Frischkäse. Nein, gar nicht. Und auch nicht nach Quark. Hallo, Geschmack, wo bist du? Nee, da ist keiner. Es kann doch nicht sein. Jetzt müssen wir nochmal hier die Himbeere. Da ist irgendwo eine ganz leichte fruchtige Note, aber das ist keine Himbeereiscreme. Und das ist auch kein Cheesecake. Beide Sorten schön cremig und voll vom Geschmack. Süße angenehm, nicht zu süß, nicht zu wenig süß. Aber eben das große Manko, dass das weder nach Himbeere noch nach Cheesecake schmeckt. Und jetzt gucken wir mal rein, wo hier der Chor ist. Der kommt ja so langsam. Da ist er. Irgendwo. Wo ist er denn? Da ist er. Oh, das sieht gut aus. Komm, wir montieren das ganze Ding jetzt hier mal so ein bisschen an den Rand. Guckt euch hier. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich packe das Ding hier mal kurz in den Deckel, dann kann man es ein bisschen besser sehen. Schwupps. Also hier ist der Chor. Und der ist von der Konsistenz. Ich meine, dass er auch weicher ist als beim Ben & Jerry's. Vor allem, es ist weiße Schokolade, aber nee, doch schon recht bröselig. Jetzt probieren wir den mal. Oh ja. Der haut's raus. Bröselig. Man schmeckt den Zucker, wie er knackt. Jetzt nehmen wir mal die Kombination Eis mit Chor. Bäh. Das ist schon schön, so dieses Knacken von dem Kern mit der Eiscreme, aber die Eiscreme, die schwächelt. Und das ist das Riesenproblem. Aber der Chor, Alter, ihr seht doch, der ist schon ziemlich fett. Das ganze Ding ist voll mit Kekskern. Man merkt, aber der ist auch nicht so lecker wie das Ben & Jerry's Original. Ich weiß nicht, woran er mich erinnern soll. Oder woran er mich erinnert. Der ist auch irgendwie noch Fett mit drin. Das ist es nicht einfach nur ein Keks, sondern der ist abgebunden irgendwie mit Fett. Der schmeckt irgendwie, ja, oder weiße Schokolade halt, wie hier drauf steht. Der schmeckt mir, aber haut mich auch nicht um. Und da wirklich dieses Cheesecake-Eis mich absolut enttäuscht, muss ich leider sagen, absolut nicht gut, nicht ansatzweise so gut wie das Original. Der Preis ist in Ordnung. 2,50 €. Und deswegen muss ich sagen, dafür könnt ihr es gerne mal ausprobieren, weil es an sich gut ist. Es ist eine schöne Eiscreme, sie ist cremig, sie ist sahnig, sie ist gut gemacht. Nur der Geschmack ist nicht das, was draufsteht. Der Kekskern ist gut und deswegen sage ich halt trotzdem, für 2,50 € könnt ihr es mal ausprobieren, aber erwartet nicht, dass ihr hier ein Cheesecake-Eis habt oder ein Himbeereis. Das habt ihr nicht, meiner Meinung nach. Wenn ihr der anderer Meinung seid, weil ich es vielleicht schon mal probiert habe, dann könnt ihr mir das sagen. Ansonsten sage ich nur, schaut euch die Videos an, die ich hier oben irgendwo verlinke. Hier unten bekommt ihr eine Empfehlung laut dem Algorithmus. Mein Kanal könnt ihr hier oben abonnieren. Und hier gibt es das Original Ben & Jerry's Video und hier unten das, was mir noch einfällt. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Adieu und ciao.